Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zuerst mal ins neue Jahr, ins Jahr 2019. Auch wenn es ein bisschen spät kommt. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Dann begrüße ich euch auch unter den neuen Namen. Nicht mehr Harrier-Kanal, sondern History Badger ist jetzt mal ein neuer Name. Name ist auch ein bisschen Programm, dass ich euch da wirklich noch mehr und intensiver euch etwas Geschichte beibringe, darstelle, zeige. Und das hier ist das neue Programm. Shogun 2 Total War, ich habe schon mal probiert, schon mal gemacht. Lief nicht lange, ich weiß. Da kamen einige Probleme auf. Aber hier anhand von Spielen möchte ich euch da eben etwas mehr Geschichte näher bringen, näher zeigen und auf, ich sag jetzt mal, spielischer Art und Weise etwas, wie gesagt, beibringen. Noch vorab, es wird in Zukunft starke Veränderungen vorkommen, unter anderem wegen den hier auf YouTube gefürchteten Artikel 13. Wenn der in Kraft tritt, werde ich dann komplett neues Konzept machen müssen. Ich werde es dann leider nicht mehr auf spielische Art und Weise, also mit Let's Plays und so weiter, werde ich das nicht mehr machen dürfen oder können, da ich da eben ein Nachweis für jedes Spiel, für jedes Video nachweisen kann oder soll, dass ich dieses Spiel aufnehmen darf, weil es dann nämlich, das ist ein Schritt von YouTube, dass die, weil die sonst jeden Tag tausende Anzeigen bekommen würden, und das ist noch untertrieben mit tausende, dass da ein Spiel gespielt wird, let's played wird, gestreamt wird, und dass es da keinen Nachweis gibt, ob derjenige, der das gemacht hat, auch darf. Und da würde man sich sofort an YouTube richten. Deswegen, also wenn Artikel 13, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in Kraft getreten ist, wenn ja, wird dieses Video hier überhaupt erst recht nicht hochgeladen. Wenn noch nicht, dann wird dieses Video doch hochgeladen. Und dann sehen wir erstmal weiter. Also wenn es in Kraft tritt, wird ich euch Geschichte auf eine andere Art und Weise darstellen, beibringen. Aber auch noch andere Sachen werden in Zukunft vorkommen. Das werde ich jetzt, das ist aber etwas Privates, das werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Wir fangen hier aber jetzt erstmal an. Ich habe mir gedacht, bei der Kampagne Geschichte, gehe ich jetzt mal in den Zeitraffer nicht korrekt von Rise of the Samurai, was ja so um 1300, Ende des 13. Jahrhunderts, Anfang des 12. 14. Jahrhunderts beginnt, sondern fange von Fall of the Samurai, also ich gehe die Geschichte rückwärts, wo die Klasse der Samurai und auch der Shogunat, wobei die Klasse der Samurai gab es ja dann auch immer noch, aber wo der Shogunat aufgelöst wurde, gehe dann zu der Sengoku-Zeit, hier Shogun 2, und dann eben zu der Rise of the Samurai, das ist die Himeji-Zeit, meine ich. Also ich gehe von rückwärts an, ne, und werde euch dann über den Clan, dem ich dann spiele, ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert, in dieser Geschichte, also in dieser Zeitraffer etwas erzählen und auch, ja, zeigen, beibringen, und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. So, wir fangen an und wir werden mit, hier kann man sich jetzt aussuchen, zwischen Shogunat-treue Clans, das, da haben wir einfach einmal Nagoaka, das sind eher mehr die Provinzen, die hier genannt sind, Aizu, Yosai, Sendai und Obama. Ja, wie der US-Präsident heißt sie auch eine Provinz, also zu dieser Zeit hieß sie so, ob es die heute immer noch unter diesem Namen gibt, weiß ich nicht. Dann haben wir einmal unter, bei den Kaisertreuen, Satsuma, Tosa, Shozu, Tsu und Saga. Wir werden die Satsuma, oder die in der Provinz Satsuma anfangen. Ist etwas leicht.
Ich habe hier ein paar Mods drin, das sind mehr grafisch-technische Mods, zum Beispiel etwas mehr Blut, die Uniformen, das hier in jetzt bei The Fall of the Samurai, dass die Gewehreinheiten auch Bajonette an den Gewehren haben. Sowas. Ich hatte auch vor kurzem, bis gerade eben besser gesagt, bevor ich mich dazu entschlossen habe, hier von Let's Play zu machen, hatte ich sogar noch Cheats-Mods drin. Da ich aber eher mehr ungecheatete Let's Plays mache, habe ich die rausgetan. Das werdet ihr feststellen, indem zum Beispiel das waren Cheats, die schnelleres Erforschen, schnelleres Erbauen von Gebäuden, schnelleres Rekrutieren macht und schnelleres Reparieren auch. Und das werdet ihr daran merken, dass das alles wieder im normalen Bereich ist. Also das Erforschen von einer Technik, Technologie dauert nicht mehr eine Runde, es dauert jetzt normal. So wie das Erbauen dauert jetzt normal. War vorher alles nur auf 1 gestellt durch die Cheats, jetzt ist es nicht mehr. Wir werden jetzt aber hier anfangen und während der Einführung werde ich auch leise sein. Eine Armee lässt sich auf 3 Arten von einer Siedlung auf das Schlachtfeld bewegen. Um die gesamte Armee zu bewegen, wählt die Siedlung aus und bestimmt den Zielort. Durch einen Rechtsklick, um eine bestimmte Einheit zu bewegen, wählt diese aus und bestimmt das Ziel mit einem Rechtsklick oder zieht sie mit einem Linksklick auf die Karte. Lasst ihr den Cursor los, begibt sich die Armee zur gewählten Position. Mit STRG und einem Linksklick könnt ihr mehrere Einheiten gleichzeitig wählen. Ja, das werden wir auch sehr, sehr oft machen. Vor allem werde ich da ganz oft Probleme mit der Maus haben. So, jetzt bin ich leiser. Nach der Sengoku-Zeit herrschte 200 Jahre lang Frieden. In Kyoto regierte der Kaiser weiterhin als gottgeweihtes Staatsoberhaupt. Die wahre Macht lag allerdings beim Tokugawa-Shogunat. 2 Jahrhunderte lang besaß es die absolute Befehlsgewalt. In Japan herrschte Wohlstand. Die Menschen waren zufrieden. Mit dem Eintreffen amerikanischer Kriegsschiffe änderte sich 1854 alles. Der Shogun wandte sich von seinem Volk ab und unterzeichnete den Vertrag von Kanagawa. Japans Tore standen offen. Der Handel wurde aufgebaut. Doch die Abkommen waren zugunsten der Westmächte. Die Wirtschaft geriet ins Stocken und das Volk litt. Aus Wut wurde blinder Zorn. 1863 enthob der Kaiser den Shogun seines Amtes. Ein kaiserlicher Erlass befahl die Austreibung sämtlicher westlicher Mächte. Der Verwestlichung Japans war ein Ende gesetzt. Es war an der Zeit, zurückzuschlagen. Westmächte reagierten dementsprechend. Die verräterischen Westländer brachten Tod über unser Volk. Der Shogun verfügte nicht mehr über Respekt oder Loyalität. Die kaiserliche Herrschaft musste wiederhergestellt werden. Um unsere Position zu stärken, schloss der Kaiser Frieden mit den Engländern.
Wir werden ihre Gebräuche genau betrachten und ihre Geheimnisse aufdecken. Nur dann können wir den Shogun vernichten und Japan wieder zu Ehre verhelfen. Der Kaiser muss siegen. Das Gebiet Satsuma. Unsere Familie, die Shimazu, so, herrscht den, über dieses Land seit ich mal weg. Im Boshin-Krieg kämpfen auch. So, wir befinden uns während der Meiji-Restaurationszeit. Das wird so hier in Japan genannt zu dieser Zeit. Da war nämlich der Krieg zwischen den Shogun und dem Kaiser, eben die ganzen Fraktionen. Die Provinz hier heißt zwar hier Satsuma, ich bin aber die Familie Shimazu. Diese Familie oder dieser Clan ist schon sehr alt und auch sehr lange in dieser Provinz vorhanden. Und ja, ich habe da vorhin bei der, vielleicht ist das euch auch aufgefallen, schreibt das mir ja mal in die Kommentare, aber vorhin bei dieser Einsprechung hat der Sprecher, hat er einmal gesagt, dass es, dass die Amerikaner, die Westmächte 1854 nach Japan kamen, aber im Untertitel stand, ich mach mal auch den Wecker jetzt mal an, stand 1853. Muss ich nochmal genau nachschauen, welches jetzt korrekt ist. Kann natürlich auch eben kleiner Fehler sein, ne? Kann ja passieren. Wir sind jedenfalls hier die Shimazu. Wir sind hier unten auf der, wie heißt die Insel? Boah, wenn ich wüsste. Auf der südlichsten oder einer der südlichsten Inseln Japans. Wir gehören zu einer Familie, die sehr offen für die Westmächte waren, die kaisertreu waren. Und die auch dem Fortschritt sehr willkommen gegenüber waren. Hier waren auch als kurz vor der Sengoku-Zeit, als die Portugiesen nach Japan kamen, da sind sie hier an Land gekommen und haben dort auch zuerst die ersten Akebusen verkauft. Und hier in der Nähe war auch die Insel der Holländer, meine ich. Irgendwo hier auf dieser Insel. Das war so ein Bereich, den durften nur Holländer betreten. Mit ein bisschen weiblichem Besuch von der japanischen Seite. Aber durften da nicht raus. Aber das ist etwas, was wir später alles mal besprechen werde, wenn wir in der Sengoku-Zeit angekommen sind. Wir sind auch schon direkt im Krieg mit Nobuoka. Wie gesagt, mit Munefusa. Das ist ein Nachbarclan, der dem Shogun treu ergeben ist. Es kann aber auch sein und auch passieren, denke ich mal, wird es erst recht, dass wir gegen kaisertreue Clans kämpfen müssen, weil wir denen zu mächtig geworden sind oder weil die bestimmtes Gebiet haben wollen, was wir schon dann haben. Kann passieren. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Lässt sich dann aber auch nicht verhindern. So, ich habe schon auch eine kleine Flotte oder zwei Schiffe, besser gesagt. So, hier seht ihr schon, ne? Vier Runden. Vorher waren es immer nur eine Runde durch den Cheat Mod. Jetzt sind die Cheat Mods raus. Aufbauen auch hier normal. Und ja. Mal sehen. Clan-Entwicklung, ja. Diplomatie. Also, wir haben auch schon einen Vasallen, Tanegashima. Hier, das ist unser Vasall. Ist das nicht die Insel Okinawa?
Kann ganz gut sein. Jedenfalls, werde ich auch, so ist der Plan, den Kaiser weiter treu bleiben. Erstmal. Also das sind erstmal die Pläne. Groß aufbauen, große Armee aufbauen, große starke Wirtschaft aufbauen, eine gute Flotte aufbauen und dem Kaiser weiter erstmal treu bleiben. Und dann gucken, ob wir auch viel erobern. So. Ja. Ja, was kann man denn zu den Shimazus zu dieser Zeit, zu der Meiji-Restaurationszeit sagen? Ja, eigentlich wird diese Zeit auch generell auch die Edo, oder? Ist das die Edo-Zeit? Nee, die Edo-Zeit, die war ein bisschen vorher. Wenn ich falsch liege, schreib mir das bitte in die Kommentare und korrigiert mich bitte auf freundliche Art und Weise. So, hier schon mal Satsuma, die Hauptprovinz von mir. Garnison weiter ausbauen. Ja, die Shimazus, die herrschten in diesen Provinzen schon über 700 Jahre lang. Ja, also, und die waren eigentlich stets immer sehr mächtig. Vor allem seit die Portugiesen, wie gesagt, seit die Portugiesen da dort gelandet sind und ihre Gewehre verkauft haben, waren die Shimazu einer der mächtigsten Clans innerhalb Japans. Vor allem auf dieser Insel, da hatten die hier, haben die eigentlich alles geleitet. Es lief eigentlich nichts alles, was die Shimazus nicht bewilligt haben, ne? Zwar hat das auch immer wieder zu Konflikten mit den Nachbarn geführt, wie wir jetzt zum Beispiel hier mit denen hier im Krieg sind, aber so konnten sich die Shimazus doch immer stets durchsetzen. Weil, ja, ich erzähle das einfach mal zwischendurch, ab und zu mal. Hier wird Handelshafen. Ja, hier wird der Handelshafen aufgebaut und hier wird der Militärhafen aufgebaut. Aber erstmal so weit kommen, ne? Das ist Voraussetzung. Jetzt fragt ihr euch, warum stellst du den Typen da, Saigo Takamori, eine sehr wichtige Person? Das war derjenige, der den letzten Samurai-Aufstand angeführt hat. Die Schlacht von Shiroyama. Bekannt auch bei The Last Samurai. Das soll diese Schlacht darstellen, auch wenn die es da nicht so ganz komplett historisch korrekt hinbekommen haben und gemacht haben. Weil damals hat Saigo Takamori, der zuvor auch in der Kaiserarmee gedient. Und hat da einige Aufstände, Samurai-Revolten, die für den Shogun, gedacht waren, um ihn zu stärken, hat er niedergeschlagen und später hat er selber einen Aufstand gemacht und wurde dann paradoxerweise selber von einem Shimazu-Samurai-General niedergeschlagen. Aber dennoch, während der Schlacht von Shiroyama haben auch die Samurais die Samurai-Armee, die hat selber Schusswaffen benutzt. Moderne Schusswaffen, ne? Also das, wie die es bei The Last Samurai darstellen, dass die ehrenhaft nur mit Schwerter und Bogen da kämpfen, das ist eigentlich ein anderer Aufstand gewesen, der auch als der Schwerteraufstand da bekannt ist in Japan, weil er auch wirklich nur mit Schwertern, weil die Armee, die den Aufstand gemacht hat, wirklich nur mit Schwertern gekämpft hat. Da kam da während des Films also wahrscheinlich eine kleine Verwechslung oder die haben es einfach wieder mal typisch Hollywood etwas zu sehr glorifiziert. Ist eben Hollywood, ne? Amerikaner. Die müssen bei sowas ziemlich stark übertreiben einfach.
Und das ist, finde ich, traurig. Also die haben es nicht komplett unhistorisch gemacht, ne, muss man sagen. Die Ausrüstung, die war schon größtenteils eben, nur dass sie eben auch die Samurais eben Schusswaffen hatten, waren trotzdem alles sehr korrekt. Namen waren jetzt nicht korrekt, ne? Bei The Last Samurai heißt der Samurai-General-Anführer Matsumoto. In echt heißt er Saigo Takamori. Und er gehörte hier zu den Shimazus und hat hier auch den Aufstand gemacht. Wurde auch hier. Shiroyama ist, glaube ich, woanders, ne? Da möchte ich nicht mal hin. Es sind genug mutige Männer gefallen. Ich kann mir nicht bei. Auch wenn ich mit dem Namen hier falsch was ausspreche, tut's mir leid. Ich bin der japanischen Sprache nicht mächtig. Aber ich kann mir wirklich auch Samurai-Schlachten namentlich zwei merken. Einmal die Schlacht von Sekigahara und die Schlacht von Shiroyama. Das sind auch zwei Schlachten, die sind wichtig. Die haben einen Wendepunkt gemacht in der Geschichte Japans. Ich sollte hier mal ein Gasthaus bauen. Der macht mir etwas wirtschaftlich besser. Also gib mir ein bisschen wirtschaftlich mehr und damit dann kann ich auch eine Geisha dort rekrutieren. Shuzu. Oh! Da ist was falsch. Denn die Shuzu, die waren nämlich mit, jetzt historisch gesehen, mit den Shimazus, die den, jetzt erstes den Aufstand gegen den Shogun gemacht haben. Und auch den Militärputsch, die wirklich da den Shogun niedergerungen haben. Das war alles größtenteils auf den Schultern der Shimazu und der Shosu. Und, wir sind blöd. Eigentlich wollte ich mich mit denen verbinden. Da muss ich mal gucken. Mit Saga. Saga ist nämlich eigentlich auch ein mächtiger Clan. Ihr merkt, auch durch die, dass mir dieser Cheat Mods fehlt. Ich bin noch defensiver als normalerweise, also als wenn sogar der Cheat Mod drin ist. Liegt daran, dass ich immer einen Plan habe, ihn verfolge, aufbaue und auch selbst wenn was dazwischen kommt, ich baue ihn trotzdem weiter auf. Ist irgendwie seltsam, ne? Okay. Das habe ich jetzt erforscht, ob zur Begrüßung geöffnet oder zur Faust geballt, bleibt eine Hand doch eine Hand. Ermöglicht Banzai, das machen die Katana-Einheiten, Katana-Samurais. Ermöglicht brennende Pfeile, können nur die Bogenschütze, plus 5% auf Einheitenverstärkung und ermöglicht Rekrutieren und Verstärkung von Luntenschloss Kashi. Ja. Hier könnte ich schon mal eine Holzkanone. Das ist, die benutze ich wie Mörser, die Holzkanonen, weil die auch so schießen. Die schießen nicht geradeaus, wie die anderen späteren Kanonen, die hier noch während des Spiels kommen, sondern die schießen wirklich im Bogen und können deswegen bei Belagerung, entweder selbst, wenn man belagert oder wenn man belagert wird, kann man die ganz gut benutzen. Also sowohl als im Angriff als auch in der Verteidigung sind die optimal. Ausländischer Veteran steigt einen Rang auf. Genau, das ist gut. Weil der bildet quasi die Einheiten, die Armee, die Soldaten und alle, die in der Armee sind, wo er ist, bildet er aus und die haben dann ein Erfahrung, ohne zu kämpfen, gewinnen sie an Erfahrung und so, sind somit dann eben besser und motivierter im Kampf. So, Kanonenschießplatz, ja. Ich werde nämlich den größten Teil meiner Armee hier aus Satsuma holen, da hier auch eine Eisenwerkstatt ist, die Rüstung oder Waffen verbessert schmieden können.
Ja, also da haben dann meine Einheiten Boni auf Verteidigung oder Angriff. So, Shiroyama. Aha. Ja, wo ist jetzt Shiroyama? Ah, Kagoshima. Kagoshima? Ja, doch, ist hier. Ishin Shishi steigt einen Rang auf. Entschlossen, den Kaiser wieder an die Macht zu bringen, ist dieser Ishin Shishi bereit, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Genau, das ist sowas wie ein Polizist, Wachmann, der ist ziemlich effektiv beim Ausschalten von anderen Agenten. Weil da, hier gibt es auch Agenten, die Geisha, Ishin Shishi, ausländischer Veteran, Shinobi, das sind alles Agenten, die hier agieren. Und, ja, was nehme ich jetzt? Hingabe bei Attentat, Hingabe bei Anfachen von Alpha, nicht schlecht. Oder eine plus 1, Entschuldigung, Hingabe von beim Überzeugen von Truppen. Hingabe beim Sammeln der Bevölkerung. Also da ist es eher mal der aufständische Weg. Dann kann der so Aufstand in der Provinz oder in der feindlichen Armee machen. Und hier ist es eher mal, da motiviert er. Motivation ist erstmal gerade sehr wichtig. Solange meine Position noch nicht stark gefestigt ist, ja, ist die Moral sehr entscheidend. Ah. Okay, Werfterforschung. Also, ich... Friedvertrag. Ich biete dies. Frieden. Komm, mach ich mal. Ja, dann kann ich erstmal in Ruhe, ganz in Ruhe alles ausbauen. Muss mich keinen Angriff fürchten. Ich sehe gerade... Kagoshima, wo die Schlacht von Shiroyama stattgefunden hat, ist er mehr in diesem Bereich. Auch dieser kleine, also heute, ne? Heute ist das dieser Bereich. So, eine Geisha, gut. Die ist auch sowas wie ein Shinobi in etwa, ne? Kann Attentate machen, kann aber auch feindliche Generäle verführen, ne? Also die dann auf meine Seite bringen. Sollte man haben. Ne? Viele sagen ja auch, und das ist falsch, Geishas sind sowas wie Nutten, wie Prostituierte. Das ist falsch. Geisha ist eine Kunst. Eine Kunst des Unterhaltens. Nicht des, und zwar Unterhaltung auf nicht sexueller Basis, ne? Die unterhalten mit Musik, die unterhalten mit Gesang, mit Gedichten, Aufsagen oder einfach mit Tanz oder selbst mit Gesprächen. Das machen die. Die machen keine sexuelle Handlung. Das wird denen nicht beigebracht. Und die sind auch alle so geschminkt, um zu zeigen, dass sie diese Professionalität besitzen. Ne, das, also eine Geisha als Nutte zu bezeichnen, ist komplett falsch. Das ist eine Anmaßung sogar. Weil die machen es eben nicht. Ne? Die machen eine andere Professionalität. Also die unterhalten jemanden auf eine andere Basis. Okay, da kann ich ja die Flotte erstmal, kann ich hier erstmal auflösen, da das erstmal noch Holzschiffe sind. Heißt also, deren Verkleidung komplett aus Holz, die brennt schneller. Sind Explosionsgeschossen anfälliger. Und das ist nicht gut. Es geht später auch noch, das sehen wir, zeige ich euch mal hier, einmal dann mit Kupferüberzug, da sind die schon etwas besser. Und einmal dann später noch mit Eisenüberzug, dann sind sie am stärksten. Und da möchte ich meine Schiffe auch hinhaben. Und da gibt es auch dementsprechend Ladung, ne? Dementsprechend vorzugehen. Explosionsladung, ganz gut gegen Holzschiffe, ne? Panzerbrechende Munition gegen Kupferüberzug, aber auch gegen Eisenüberzug. Und dann noch fortgeschrittene panzerbrechende Munition, damit durchschlägst du eigentlich jedes Schiff. Damit ist es nicht so einfach für die zu überleben. So,
Was baue ich als nächstes? Erstmal auch noch gucken, wie viel Zeit habe ich noch? Dürfte eigentlich noch einige. 11. Wow, 30 Minuten gehen schnell vorbei. Hoha. Und wir haben noch keine Schlacht. Also. Das dauert bei mir immer. Egal ob mit oder ohne Tschüss, es dauert immer etwas lange, bis ich eine Schlacht führe. Da ich auch wirklich. Ah, komm, machen wir mal. Markt geht hier nämlich auf Modernisierung. Das heißt, Modernisierung, das ist die Clanentwicklung. Je moderner mein Clan ist, desto weiter kann sie auch mit dem Fortschritt hier mehr neue Technologien erforschen. Aber ich muss auch vorsichtig sein, denn sowas führt auch zu Unruhen innerhalb der Provinzen. Heißt also, dort kann es sehr schnell zu Samurai-Revolten kommen. So, noch rekrutieren nochmal. Weil ich mache normalerweise immer zwei dieser Holzkanonen. Wie gesagt, das sind sowas wie Mörser. Haben keine hohe Reichweite, also nicht so eine hohe Reichweite wie die späteren Kanonen. Die Holzkanonen haben 500, können sich nicht bewegen, ne? Also die bleiben da, wo sie sind. Und sind, wo ich sage, deswegen nur für Belagerungen. Egal, ob man belagert wird oder selbst belagert, sind deswegen nur gut, weil die in der Feldschlacht, da lege ich Wert auf ziemlich viel Bewegung. So, ich werde aber jetzt gleich nach Folge 1 gucken, ob ich dieses Video hier hochgeladen bekomme. Wenn ja, mache ich auch noch heute Folge 2. Wenn nicht, tja, muss ich euch Geschichte auf eine andere Art und Weise beibringen. Und dann ist dieses Video hier auch dann ziemlich überflüssig. So, ich kann jetzt einen General anheuern. Mache ich nicht, weil ich habe noch schon erstmal einen General. Und zweitens ist meine Wirtschaft noch nicht so stark genug, dass ich mir einfach noch einen neuen General... Fuck. William Willis, ein in Japan lebender britischer Mediziner, ist auf der Suche nach Anstellung und bietet seine Dienste als medizinischer Offizier an. Einmal habe ich dann medizinischer Durchbruch, ne? Das heißt, falls es zur Schlacht kommt und ich Verluste habe, wird das Auffüllen der jeweiligen Einheiten, die Verluste haben, viel schneller vorangehen, um einige Prozente. Er kostet natürlich wiederum 1000 Yen. Wenn ich ablehne, habe ich immer noch die 1000 Yen, habe aber dafür... Ach komm, lehne ich mal ab. Ich glaube, ich werde jetzt sowieso in Zukunft erstmal nicht diese 12 Runden lang keine Schlacht führen. Jetzt kommt bestimmt die Frage, Frederik, wo willst du denn jetzt zuerst angreifen? Wo findet dein erster Angriff statt? Mein erster Angriff wird... wie meist normal, wie ich es normal mache, auf Tsushima sein. Das ist hier. Das ist, gehört einem Shogun-treuen Clan, glaube ich. Muss ich mal nachschauen. Und dafür muss ich erstmal auch eine Flotte aufbauen, weil, die brauchen Schiffe. Die Armee braucht Schiffe, um über Wasser zu kommen, und es braucht noch eine weitere Flotte, um diese Flotte quasi zu beschützen, den Hafen zu bombardieren, zu beschädigen, so dass dann die Soldaten über Land auf an Land anlanden können. Okay. Aha, so. Ja, jetzt muss ich aber auch erstmal sparen wieder. Stimmt, ich wollte mal gucken. Weil ich interessiere mich jetzt schon seit etwas längerem sehr stark auch für Samurai-Spiele. Wie mir auch die Warriors-Reihe. Das ist ein Japano-Game, ziemlich
Gut, es ist zwar von 2009, glaube ich, so, oder noch ein bisschen jünger. Jedenfalls ist die Grafik da nicht so bombastisch, aber das muss ja auch nicht sein, das Spiel ist bombastisch. Und warte ich jetzt mal gucken, was kommt jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr ist The Ghost of Tsushima rausgekommen. Basiert auf die erste Mongolen-Invasion. Ah, verdammt. Und kommt nur auf PlayStation. Zurzeit. Ich hoffe, es wird auch auf Laptop oder auf PC verfügbar sein, weil... Boah, das wäre richtig geil. Das wäre, wo ich sage, geil, Omazu. Okay, Frauenhöfe, das sind Bauernhöfe. Sollten wir auch wegen der Wirtschaft verbessern, ne? Geisha steckt einen Rang auf. Das ist gut. Sie werde ich als Verführerin auch benutzen. Eher mehr um... Warte. Schauen beim Motivieren von Truppen. Mhm. Beim Auftritt. Ne? Also die hier, so werde ich die benutzen. Damit kann man, wie gesagt, erfolgreich manchmal auch ganze Armeen ablenken, dass die erstmal eine Zeit lang nicht vorwärts gehen für eine Runde. Kann einem schon wirklich, eine Runde kann einem hier Luft verschaffen. Und okay, also Ghost of Tsushima soll schon letztes Jahr gekommen sein. Und eben, wie gesagt, nur für PS4. Schade. Das, oder? Wäre klasse. Ich gucke auch noch dann... Ah, Bündnis gescheitert. Also, Nagaoka. Hoffe, ich, das ist richtig ausgesprochen. Möchte zwar Japanisch lernen, aber das ist noch etwas, wo ich sage, das ist etwas in ferner Zukunft. Wobei sollte man jetzt eigentlich schon besser anfangen, wenn man sagt, das ist in ferner Zukunft. Jetzt mache ich mal Waffenabkommen. Einmal plus 1 auf Modernisierung der Clan-Entwicklung. Hier, Forschung. Minus 5% auf Rekrutierungskosten moderner Einheiten. Und ich kann dadurch eine Kaserne bauen. In dieser Kaserne kann ich dann Revolver, Kavallerie und Scharfschützen. Sind jetzt nicht Scharfschützen wie heutige Scharfschützen, sondern andere Scharfschützen, aber fast so ähnlich. Könnte man den Jägern der Napoleonzeit oder von Friedrich der Großen der Zeit gleichsetzen, nur eben mit deutlich moderneren Gewehren. Und Revolver, Kavallerie, ja gut. Kavalleristen, die mit einem Revolver schießen, ne? Kennt man ja aus dem Wilden Westen. Und ich setze aber mehr auf sowas wie die Dragoner. Karabiner-Kavallerie ist das. Die haben da durch den Karabiner deutlich mehr Durchschlagskraft. Und... Also. Ah, Handel. Ja, Saga möchte mit mir handeln. Das ist gut. Hirado. Da. Klick jetzt drauf. Handel. Willkommen. Und mein Vasalle Tagenashima. Freunde sind immer willkommen.
besonders in Zeiten wie diesen. Nobuika, damit es ein bisschen bessere Zufriedenheit, ne? Weil mit Handel kann man sich beliebter machen, deutlich beliebter. Auch mit Bündnissen und so weiter, wenn man sich an die Bündnisse hält. Aber mit Handel ist das etwas, das entwickelt sich, man entwickelt quasi gegenseitigen Respekt und dadurch kann es zu einer besseren Freundschaft führen. Und ich möchte jetzt zurzeit wirklich noch keinen Krieg haben. So, ausländischer Veteran steigt einen Rang auf. Sensusai, in der Hoffnung, die Spannung in unserem Reich zu lösen, fordern die Älteren uns auf, in das diesjährige Sensusai zu Ehren der Vorfahren zu investieren. Welch wunderbare Idee, prächtige Festivitäten werden das Volk beruhigen, wenn auch nur vorübergehend. Für 12 Runden habe ich eine ruhige Provinz. In einem Bereich muss dafür aber 2000 Yen hergeben. Ich sag jetzt Yen. Yen ist die heutige Währung in Japan. Wie die damals hieß, weiß ich nicht. Wir haben derzeit keine Ressourcen übrig. Wir werden uns auf andere Wege um die öffentliche Ordnung kümmern müssen. Werde ich auch machen. Ich habe zwar die Ressourcen, aber ich möchte hier vorwärts kommen. Ich möchte nicht stets immer irgendwie für was ziemlich viel Geld ausgeben müssen. Es reicht schon, dass ich viel in der Flotte und in der Armee investieren muss. Armee werde ich mich nach preußischem Vorbild, hoffe ich, es hinbekommen. So, Seth Patrick, das ist, wie gesagt, der Veteran. Der wird mehr auf Ausbildung. Oh Gott, ey, dieser Wecker! Okay, ich habe jetzt die Zeit total aus den Augen verloren. Jetzt hat der Wecker mich erschrocken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt wirklich, kriege ich dieses Video hoch? Wenn ja, ist es klasse, dann ist Artikel 13 noch nicht in Kraft. Wenn nein, dann war es das. Dann muss ich auf euch Geschichte oder muss ich mein Konzept, YouTube-Konzept komplett anders machen. Dann darf ich wirklich auf gar keine Spiele mehr zurückgreifen. Da ich eben solch einen Nachweis nicht besitze, da ich das machen darf. Und ich weiß auch nicht, wie ich sowas hinbekomme. Müsste ich mal nachschauen eigentlich, aber ich denke, das wird nicht günstig. Dennoch, falls es wirklich klappt, hier mit dem Video hochladen, danke fürs Zuschauen nochmal. Macht dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir in den Kommentare, wie findet ihr dieses Konzept, jetzt mehr Geschichte auf diesem Kanal, mehr auf sowas oder soll ich mal anders vorgehen? Habt ihr da Ideen, Vorschläge, Kritiken? Ne? Ich bin da offen für alles. Ne? Habt ihr, wo ihr sagt, Frederik, du hast ja jetzt gerade was historisch mal gesagt, ich habe da jetzt mal nachgeschaut und was du gesagt hast, ist totaler Schwachsinn, Blödsinn, Hirnsinn. Schreibt mir das auch in die Kommentare, ich bin da offen für alles. Auch wenn ich manchmal nicht immer so den Anschein mache, aber ich bin trotzdem offen für, wenn man sagt, Frederik, du hast jetzt gerade aber historisch etwas, dann solltet ihr das aber auch ganz gut belegen können, ne? Jetzt nur einfach hinzuschreiben, ja, das war so und so und so, belegt das ganz gut, ne? Ich habe jetzt meine Quelle aus, zurzeit, ne, Wikipedia, aber auch aus dem Buch, das was mit Samurai zu tun hat, und deswegen, kann da Quellen nennen, so solltet ihr es dann auch am besten machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das, aktiviert dabei die Glocke, dann werdet ihr sofort benachrichtigt. 2019 wird jetzt wirklich, wie gesagt, nicht das Jahr mit den meisten deutlichen Videos, das werde ich nicht versprechen, aber es werden wahrscheinlich sogar eher weniger sein, da in Zukunft wirklich einiges privat bei mir anders laufen wird, sodass ich nicht viele Videos machen kann. Aber trotzdem werde ich mich bemühen und auch gucken, dass ich trotzdem welche hinbekomme. Und dann wirklich nochmal, danke sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.